Ja, willkommen zurück, meine Lieben, zur Winterpause 2015-2016. Erstes Testspiel haben wir hier gegen BK Häcken. In Schweden sind wir. Natürlich nicht 3D-Spiel, ist ganz klar, das Sofortberechnung machen wir. So, das sind fast 200 Punkte, die schlechter sind. Deswegen sage ich erstmal, spielt ordentlich Fußball. Und ja, das ist das erste von 4 Spielen. Denk mal, da versuchen wir das mal ganz locker anzugehen. Samuel Eto mit seinem ersten Einsatz für uns. Aber es passiert mal überhaupt nichts in der ersten Halbzeit. Adam Maher wieder sehr stark. So, auch unser Testspieler Luke Shaw ist dabei. Der kommt jetzt auch so von sofort rein in der Halbzeit. Für Pinola mit einer Note 2,5 ist der sehr gut gewesen. Ja, wir haben anscheinend nicht ordentlich Fußball gespielt. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Ganz klar, auch wenn das ein Testspiel ist. Musst du da schon verlangen können, dass die Jungs hier sich reinhängen. So, wir loben Amaha. Massagen für die Jungs hier. So, hat sich sonst irgendein Angebot, den wir rausnehmen könnten? Nee, nicht wirklich. Irgendwie vermisse ich hier den Vollner. Wo ist der denn? Ist gar nicht dabei, komischerweise. Naja. Samuel Eto läuft natürlich noch weiter. Wir lassen das jetzt mal so laufen. Zur 68., 70. Minute dann kommen ja die Wechsel. Jetzt haben wir es 1-0 geschossen. Das war Marcel Sabitzer. So, Maher kann ich eigentlich kaum rausnehmen. Ich könnte Papadopoulos vorziehen und dann Kotschowski in die Innenverteidigung. Ich denke mal, so können wir das auch mal machen. So, Kotschowski, du musst ja auch Einsatzzeit bekommen. Ja, und ansonsten, ja, Samuel Eto mit einer 4. Also ich würde mal sagen, das lassen wir dann den Co-Trainer mal wechseln. Den Rest noch. So, immer noch 1-0. Jetzt haben wir es 2-0 gemacht. Tim Mattausch, der kam auch noch in die Partie. Vorlage Kiyotake. Ja, das ist doch ein schönes, standardgemäßes Spiel hier von Beginn an. Im Trainingslager, zumindest mit 2-0, starten wir da schon mal richtig gut. Ja, bester Mann, Adam Maher mit einer 1,5. Auch Mattausch noch sehr schön. Also, der hat sich ja beschwert, dass da das Angebot abgelehnt wurde für ihn. War ein bisschen verstimmt gewesen, hat wenigstens ein Tor gemacht. Note 2,5. Samuel Eto noch ein bisschen Eingewöhnungsprobleme in der Mannschaft, im Land ja nicht. Er ist ja in Deutschland vorher gewesen beim HSV. Da kannst du auf jeden Fall drauf aufbauen, auf dem Ergebnis hier. Auch wenn es natürlich, ich habe vorher gesagt, 200 Stärkepunkte Unterschied. Klar, es ist kein wirklich ernstzunehmender Gegner. Was wir hier sehen, ist aber viel interessanter. Kyriakos Papadopoulos vom FC Barcelona beobachtet. Also ein größeres Lob kannst du ja gar nicht haben. Obwohl, neuerdings natürlich im Weltfußball, wenn man das mal so nimmt, im Moment sehen die Deutschen da oben auf. Dortmund-Bayern im Champions-League-Finale. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht in Zukunft so aussieht, dass vielleicht da die Bundesliga den Stellenwert erreicht, wie jetzt zum Beispiel die Premier League oder die Primera División in Spanien. So, ein Torwart haben wir hier. Stefan Sänger, eine 46 als 14-Jähriger. Wie alt ist denn der, oder ist er gerade erst 14 geworden? Ja, der hat 4 volle Talentsterne. Der hat auch hier Top-Werte, absolute Top-Werte. Also das könnte der neue Torwartstar werden. Stefan Sänger, 14 Jahre alt. Danke, Giovanni Elba. So, Luke Shaw, das Probetraining ist beendet. Was sagt er denn? Sollte man sich finanziell einig werden, hätte er nichts gegen eine Verpflichtung des Spielers einzuwenden. Ja, wenn das so ist. Wenn das so ist, Transfervorbereitung. Ich bin daran interessiert, ihn unter Vertrag zu nehmen. Luke Shaw, Kaufangebot. Finanzielle Schmerzgrenze. Ja, okay, das ist natürlich Norwich City, die möchten natürlich auch ein bisschen was dann haben. Wir wissen selber, was das für ein Talent ist. Ist er ja noch mit 20, ganz klar. So, 2,5 ist er wert. Ich denke mal, wir lassen das mal bei 3 Millionen beginnen wir das. Angebot abgeben. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir uns mit denen dann einig werden können. Auf der Transferliste ist er schon mal. So, er ist natürlich jetzt erstmal raus. Da kommt Markus Vollner rein. Er ist dann quasi unser defensiver Mittelfeldersatz, auch wenn es hier so aussieht, dass er Rechtsverteidiger ist. Ist er im Moment anscheinend am meisten eingespielt. Timo Gebhardt baut hier ein bisschen ab. Spielergespräche. Gut trainiert. Wollen wir den mal ein bisschen aufbauen. Ich hoffe, es klappt. So, zweite Mannschaft hatte ich ja das Freundschaftsspiel gemacht. Ich denke mal, das müsste die Tage dann auch stattfinden. So, mal ganz kurz schauen. Das wird ja jetzt interessant. Wir sind natürlich immer noch Level 7, das fehlt auch noch ein bisschen. Ja, wir dürfen ja bei einem Auslandsangebot, dürfen wir ja gehen. Also wir haben jetzt hier Vereine aus England, Frankreich, OSC Lille zum Beispiel wäre interessant. Also Erstligist momentan auf Platz 11.
Also die haben eine kleine Krise. Mannschaft hat eine 807 als Stärke. Spieler sind, ich würde sagen, von einem ja, erste Drittel Bundesligisten von der Stärke her auf jeden Fall, kann man sagen. Das wäre schon eine Möglichkeit. Wolfsburg in der Bundesliga, Hoffenheim, Mainz, Frankfurt, Hertha und Kaiserslautern. Ja, ich glaube, der JD war es. Mal einen schönen Gruß rüberschicken an der Stelle. Der hätte gerne, dass ich zum FCK gehe. Ja, aber guck mal ganz ehrlich, also das wäre natürlich eine Herausforderung. Aber mit einer Stärke von 763, mit einem nationalen, internationalen Prestige, also das ist dann eher eine Aufgabe, die stellst du dir, wenn du den Manager beginnst, dass du wirklich ganz, ganz viele Jahre hast, um das aufzubauen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir noch haben, weil natürlich irgendwann der, ich hoffe, der FM14 rauskommt. Aber ich meine, zumindest der Vorschlag ist in Ordnung. Kaiserslautern natürlich ein Traditionsverein, das wäre ganz, ganz große Klasse, die nach oben wieder zu führen. Letzte Meisterschaft damals Otto Rehhagel als Zweitligist, der erste Zweitligist überhaupt, der Meister wurde, sofort auf Anhieb. Das hat natürlich noch jeder im Hinterkopf, also vorausgesetzt das Alter natürlich. Lazio Rom, Schwergewicht aus Italien, obwohl ich da nicht so gerne hingehen würde. Feyenoord Rotterdam, auch klasse, aber da haben die natürlich, oh je. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, ob denen da 50 Spieler fehlen, aber 706 ist glaube ich ein bisschen wenig für einen holländischen Erstligisten. Das ist ja noch nicht mal Darmstadt 98 Niveau damals in der dritten Liga bei uns. Ja, und hier unten wird es natürlich dann wieder, da kommen die spanischen Vereine, die schweizerischen, da sind die türkischen Clubs und dann auch sonst irgendwelches Grobzeug da aus China, was auch immer. Ich bin mal gespannt, was da für Namen stehen, wenn wir wirklich dann hoffentlich demnächst den Level 8 schaffen. Und ich will jetzt hier gefälligst Kapitän werden, das gibt nämlich auch noch Punkte. Ich bin im Moment punktegeil. Gehen wir mal tanzen mit der guten Martha. So, immer noch kein Brüderchen, Schwesterchen hier oben. Langsam mal Zeit. So, jetzt bin ich gespannt, was mit Luke Shaw passiert. Das wäre natürlich eine Baustelle, die wir dann sofort schon mal schließen könnten. Teuchert lehnt auf jeden Fall das Vertragsangebot schon mal ab. Also unser Jugendspieler. Max Flämig allerdings nicht. Der akzeptiert. Den haben wir nächstes Jahr dann in der zweiten Mannschaft. Sehr schön. Also ein Abonnent, der es wieder reingeschafft hat. Freut mich sehr. So, Scout, da gucken wir mal rein. Scouting abgeschlossen. Rosenkranz drängt sich auf. Ja, ist ja klar. Also der soll ja auch spielen. Der 17-Jährige. Großes Talent. Obwohl er jetzt hier ein bisschen abbaut, ne? Also, ich nehme dir mal den Abschlag weg. Abschlag braucht kein Mensch. Wo ist es denn? So, lieber dann, ja, obwohl die Reflexe so gut sind. Wir lassen es mal bei 4. Wollen den ja nicht überfordern. So, der spielt ja im Moment. Ausbildungsentschädigung für Max Flämig. Ja gut, der ist ja von Fürth damals gekommen. 53.000. So, was ist das denn hier? Und kleine Bram, also der nächste Abonnent, der es auch annimmt. Also das wird langsam auch ein super Spieler mit einer 62 als 17-Jähriger, also klasse. So, wir schauen mal nach, Mannschaft. Genau, wir müssen hier das mal ein bisschen runternehmen. Das ist ja kompletter Unsinn, dass du da in der Vorbereitung so draufhaust. Also absolut schwachsinnig. Aber gut. Besser jetzt gemerkt als später. Rakowski mit einer schlechten Form. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum der immer eine schlechte Form hat. Der spielt doch zu null. Ob dem das irgendwie nicht passt, dass er kein nichts zu tun kriegt oder was? Ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich würde sagen, wir nehmen mal... Ja. Mattausch. Der muss eigentlich, der ist immer noch schlecht gelaunt. Aber ich kann auch Polter nicht rausnehmen. Ne? Nehmen wir Eto mal raus. Also ist ja alles nichts. Obwohl er sich eigentlich einspielen müsste. Ne? Nehmen wir auf der Bank. Also Mattausch lasse ich mal draußen. Ist nicht optimal, aber... So, für Wiesmeier kann der links spielen. Genau, dann das macht Eslein heute mal den linken. Kiyotake, Vollner. Der kann für Maha mal beginnen. Maha, der ist ja ein bisschen von der Frische im Moment down. Ich denke mal, auch Kotschowski kann für Papadopoulos mal anfangen. Ja, und dann passt es. Ich lasse nochmal Baumann spielen. Rakowski soll sich mal ein bisschen Denkpause ergönnen. Also er soll sich mal überlegen, warum er da ständig am Weinen ist. Obwohl total kein Grund vorliegt. Er spielt zu Null, er ist Stammspieler. Ich sag mal, wir werden nicht verlieren. Das ist natürlich gegen Malmö schon irgendwo kein großes Ziel. Sind schon 3-0. Zwei Tore von uns, eins von Malmö, aber ins falsche Tor. Bleibt anscheinend auch so vor der Halbzeit. Ja, passiert nichts mehr. Sehr schöne Note von Hiroshi Kiyotake. Halbzeitansprache. Heute gibt es nur noch den Sieg für uns. So, wir loben mal Baumann. Baumann hat es toll gemacht. Wir können auch natürlich dann Ginter loben mit einer 1. Kiyotake mit einer 1,5. Auch Eswein loben wir mal. Oh Gott, die sind so viele Spieler. Ich würde gerne... Wir motivieren noch voll, ne? Aber der wäre anscheinend auch gerne gelobt worden. Oder lieber gelobt worden.
So, 89, Ginter, S-Wein, mach mal S-Wein. So. Kiyotake möchte ich gerne raushaben. Da soll Mali spielen. Matthias Ginter, ja, okay. Da könnten wir natürlich jetzt das tauschen mit Maha, aber muss nicht. Muss nicht unbedingt. Aber Chandler kam mal raus für Adai. So, und den weg. Die anderen Wechsel machen wir wieder später. Ich denke mal Polter, Eto. Na, bringen wir den Semi noch. Der Semi braucht Minuten. So, Hoffmann mit einer gelben. In einem Freundschaftsspiel. Auch klasse. Können wir ihn jetzt rausnehmen für Papadopoulos. So. Maha kommt jetzt noch für Matthias Ginter. Und ja, ich weiß nicht, was es mit S-Wein. Ja, das andere kann der Co-Trainer noch machen. Also wenn er meint, er müsste den Wiesmeier noch einwechseln, dann soll er es gerne machen. Also er muss nicht. So, bleibt man scheinbar beim 3-0. Ne, 4-0 noch Samuel Eto'o mit seinem ersten Tor im Club-Trikot. Schön, 4-0. Ja, wegen Meckerns in einem Freundschaftsspiel. Ich denke mal, 2000 Euro Geldstrafe ist da schon angebracht. Wir wollen die Disziplin oben halten. Und das schaffen wir nur, wenn wir denen dann auch für solche Vergehen mal so ein bisschen eine reindrücken. Baumann mit einer 1,5, also er hat sich absolut empfohlen. Also, schön gestaltetes Spiel. Papadopoulos, bester Mann noch von der Bank. Samuel Eto'o auch noch mit einer 2 und einem Tor, sehr schön. Also der wird sich da, glaube ich, schnell einleben. So, Reserve gewinnt 3-0. Marco Schad akzeptiert auch. Zurückgewiesen wurde allerdings das Angebot von Luke Shaw. Ja. Bieten wir mal 3,5. 3,7. Dann machen wir noch was anderes. Dann machen wir hier noch 300.000 rein. Dann sind wir nämlich genau bei 4 nach 20 Spielen. So, Angebot abgeben. Ich bezweifle so ein bisschen, dass sie das annehmen. Es kann sein, dass das eine harte Nuss wird. So, aber es scheint noch nicht so zu sein. Neuer Fanartikel bereit, aber da müssen wir noch ein bisschen warten. So, da steht was in der Zeitung wegen unserem Sieg gegen Malmö, aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Ist ja nur ein Testspiel, klar. So, ein paar News haben wir noch. Ich guck mal gerade vorher. Ne, mach mal erst das hier fertig. 3-0. Bester Spieler Rosenkranz. Dittrich wurde was abgelehnt, hat keine Probleme damit. Läuft es eigentlich? Genau, das läuft aus, ne? Ich schaue nochmal gerade rein. Wir haben jetzt ja ein bisschen was an Verstärkung bekommen für die zweite Mannschaft. Für nächstes Jahr Spielerkader will ich mal schauen. So, Linksverteidiger haben wir 2 Stück. Rechtsverteidiger genauso. Also das heißt, wir brauchen nicht mehr unbedingt mit Dittrich verlängern. Andererseits ist er natürlich mit seiner 67 schon kein schlechter Spieler, ne? So, nochmal ein News Center rein. Was ist er denn wert? 180.000. Eine Konstanz von 51. Wie sieht die Note aus? 18 Spiele gemacht. 3,31. Also wir könnten es versuchen, dass wir den vielleicht halten und dann ausleihen oder sowas. Gucken wir mal, was der haben will an Kohle. Das hält sich jetzt noch in Grenzen. Ich möchte, dass du auch mal in der Reserve spielst. Passt, glaube ich. Geh mal hier mal runter. Ja. 350. So. Abstieg, ablösefrei. Gehaltskürzung 10%, würde ich sagen. So, die Auflaufprämie ist natürlich sehr mager. Da gehen wir mal 500 runter. Meisterprämie 8000. Zu 0. Ne, den lasse ich mal weg. So. Schauen wir mal. So. Dann könnte man nämlich Findeisen auch für die rechte Seite belassen für nächstes Jahr. Da ist er ja im Moment. Stimmt, er steht da ja. So, neues Angebot. Fanartikel bereit. Können wir noch nicht. Wir müssen nur warten, bis das hier bei der Infrastruktur ausgebaut wurde. In 7 Tagen. Sehen wir hier. So, ja, da haben wir anscheinend immer noch ein paar Spieler, die wir halten müssten. Also Florian Marcos mittlerweile auch mit einer 60. Die sind aber alle klasse. Der Beutler hat auch eine 61. Also normalerweise müsstest du die alle mitnehmen. Den Baroni Oskil, den nehme ich, da versuche ich das jetzt mal einfach. Und wenn er als Running Gag dann so ein bisschen da uns bereichert. Aber es ist ja kein schlechter Spieler, den haben wir ganz am Anfang schon bekommen. Ich glaube, da war er 14 oder 15. Also der Andorraner, also von der Nationalität gesehen, ist schon wirklich ein alter Hase bei uns. So, wir gehen natürlich mal weiter. So, Jeromel, den kennt man auch damals noch von Köln. Also, der war wieder bei Köln. Ich glaube, die haben den noch damals nach Mallorca, glaube ich, verkauft. Oder war das verliehen? Ne, die haben den hier verliehen. Stimmt, ja. Nach Mallorca. Bis, oh, 3 Jahre lang. Also, das ist auch sehr ungewöhnlich. Dass einer wirklich, 2 Jahre habe ich ja schon öfters gesehen. Aber 3 Jahre... Also das ist ein Ding. Jetzt will auch Manchester United
Papadopoulos haben, zumindest was die Gerüchte hier angeht. Also das wird, glaube ich, ein heißer Winter noch. So, der nächste Verein, der eigentlich ja, Drittliganiveau hat in Deutschland. Aber zumindest können wir Spiele bestreiten. Wenn wir das hier mal so sehen, es sieht sehr gut aus von der Form. Adam Maher, den würde ich natürlich dann gerne wieder reinschmeißen. Einfach damit die Mannschaft sich einspielt, wie sie nachher auch den Wolfsburg am Platz steht. Esswein, da muss Wiesmeier hin. Ja, mit der Frische, das wird sich schon geben, denke ich. So, Samuel Eto'o. Da müssen wir mal gucken. Matthausch. Da machen wir das diesmal so, dass Matthausch beginnt, Eto'o auf der Bank bleibt. Aber ich denke mal, Esswein können wir mal für Sabitzer spielen lassen. Von Beginn an. So, Arno Adai vielleicht. Nee, das geht. Das ist von der Frische her ist klasse. Also einzig Wiesmeier. Dann machen wir das doch anders. Also den müssen wir jetzt ein bisschen wirklich zurücknehmen. Das ist eigentlich wirklich der einzige Spieler, also den wir haben, der von der Frische her nicht unbedingt so gut aussieht momentan. Aber das ist natürlich mal wieder Klagen auf hohem Niveau. Kolasinac auf Transferliste. Mal gucken. Wir können das ja hier sehen beim Blickfeld. Zumindest ging das mal. Genau, Leverkusen. Ein Angebot von 8,5 Millionen. Also wenn ihr mal guckt, der ist 22, hat eine Stärke von 72. Und den Jungen, den wir jetzt haben wollen, der Luke Shaw, der ist nochmal 2 Jahre jünger und ist ungefähr auf demselben Niveau. Also da wäre ich ja blöd, wenn ich da jetzt 8 Millionen für Kolasinac raushauen würde, bevor ich nicht weiß, was mit Luke Shaw passiert. So, Dietrich hat ein Probierangebot gehabt von Erfurt. Ja, ist klar, die wollen den natürlich jetzt alle haben, ne? Klar, so ein Spieler, der ausläuft, da müssten wir jetzt nochmal, wenn wir verkaufen wollten, würden wir noch Geld bekommen. Ansonsten nichts mehr, ne? Also wenn er nicht verlängert. Aber wir machen erstmal das Spiel. Werde jeden Zentimeter des Platzes umgraben. Ja, Matthausch in der 2. Minute, so wollten wir im 1. Tor. Das ist ja mal eine wahnsinnig gute Aussage von ihm. Jetzt hat sich Kiyotake verletzt. Um Gottes Willen, das ist natürlich jetzt genau das, was man nicht brauchen kann. In einer Vorbereitung, wirklich auf eine so wichtige Rückrunde. Also wir stehen ja noch in allen drei Wettbewerben wirklich top oben dabei. Und dann verletzt sich hier Hiroshi Kiyotake. Ich hoffe nicht, dass es irgendwas Schlimmes ist. Das werden wir natürlich erst nach dem Spiel sehen. Ja, und macht es, wie wir es im Training anstudiert haben. 1-0 gegen AEK Stockholm. Das dürfte schon noch ausbaufähig sein. So, da müssen wir motivieren. Auch Esswein. Ja, Pinola. Baumann. Ja, Matthausch hat überhaupt nichts angenommen. Also der ist im Moment echt stinkig, glaube ich. Mal abwarten, was das gibt. Also ich meine, als Weltfußballer sind natürlich jetzt seine Ansprüche nochmal gestiegen. Muss man natürlich ehrlich zugeben. So, wen könnte ich rausnehmen? Muss ich überhaupt jemanden rausnehmen? Ich glaube, Adai kann mal für Chandler spielen. Der hat da wieder eine super Note, 2,5. Ja, das passt schon. Ja, den Rest, den lassen wir so. Das können wir gleich wechseln noch. Kurz vor Ende. So, es bleibt beim 1-0. Also es ist so ein kleines Zitterspielchen. Jetzt kommt noch Eto'o für Matthausch. Ansonsten Ginter ist klasse. Da können wir Vollner einwechseln. So, was haben wir noch? Wiesmeier vielleicht für Esswein. Sabitzer. Ich glaube, dann tauschen wir die beiden. Sabitzer ist ein bisschen schlechter dran, aber der hat auch eine schlechtere Note. Also Kommando zurück. So, Wiesmeier und Esswein. Und den Rest, Kotschowski, das kann er wechseln. Also wenn er nachher meint, er müsste ihn noch reinbringen, gerne. Kommt, glaube ich, für Pinola, wenn ich das da richtig gesehen habe. Bleibt beim 1-0. Ich meine, mittlerweile noch ohne Gegentor. Aber das Spiel war natürlich jetzt eher so ein bisschen mau. Aber von den Noten her passt es. Kurczowski mit einer 1, Vollner mit einer 1,5. Also auch die von der Bank kamen teilweise recht gut. Eto'o nur mit einer 4. Naja, aber alles funktioniert hier. Das sind halt Vorbereitungsspiele. Wieder zurückgewiesen hier. So, machen wir 4,2. Dann kommen wir ungefähr mit dem hier genau hin. Dann sind wir auf 4,5. Angebot, letzte Wort. Aha, seht ihr? Man muss denen manchmal einfach nur die Pistole auf die Brust setzen. So, wir verhandeln. Warum ich das jetzt sehen kann, weiß ich nicht. Ich spiele auf schwer. Großes Indianer-Ehrenwort. So. Muss Geduld haben, ganz klar. Wird langsam herangeführt. Das ist auch logisch. Wir gehen mal hier rein. Auflaufprämie 2000, würde ich sagen. Meisterprämie 15. Zu Nullbonus würde ich ihm gerne einen reinhauen. Wenn es geht. 900.000 machen wir hier. So, Option für uns nehme ich mit rein. So.
Kommt ein bisschen mehr hier, 1,2 würde ich sagen. Nicht so viel, also er bekommt jetzt 300.000 im Moment. Also bitte. 1,2 Millionen, ich denke mal, bei der Perspektive, die er bei uns hat. Platzwunder hat Kiyotake, sehe ich gerade unten. Das ist natürlich dann, Gott sei Dank, nicht schlimm. Ja, er sieht älter aus, als er ist, ne? Also jetzt ist er 20, 2013, wo das Spiel gemacht wurde, 2012, da war er dann halt 16. Also ja, gut, okay. Ist halt ein Engländer, die sehen ja teilweise so ein bisschen wie Frankenstein aus. Wayne Rooney zum Beispiel, obwohl es ein toller Fußballer ist. Ist halt so eine Type, ne? So, Chandler. Ja, Arsenal möchte 15,5. Wir haben ja eine feste Ablöse drin für 20. Also, das wäre natürlich der Super-GAU, wenn der gehen würde mit einer 84. Also, wir müssen mal gerade gucken. Also, bevor ich das jetzt hier mache, muss ich erst wissen. Aktion, haben wir irgendwas Vergleich? Ähnliche Spieler suchen. So, und jetzt muss ich das wissen. Aurier. Ja, Aurier, der muss er jetzt. Also, wenn, dann muss es er werden. Also, hier haben wir noch Carvajal von Leverkusen, der könnte es auch werden. Der ist ein Jahr älter als Aurier. Der würde allerdings die Liga schon kennen. Hier haben wir noch Philipp Koch mit einer 80. Der ist aber, glaube ich, nicht fertig gescoutet. Nee. Also, Chandler hat schon wirklich sehr, sehr viel gemacht aus seinen 84, aus seinen drei Talentsternen hier. Ansonsten ist hier nicht mehr viel. Azuto, Ushida unten noch. Ja. Carvajal. Wir könnten es mal so versuchen. Vergleich mit, ich glaube, Aurier ist ja im Blickfeld. So, mal gucken hier. Wo haben wir denn die Franzosen? Kurzuma haben wir hier. Da sind die Holländer. Da haben wir Jan Envia noch drin. Was hier noch alles drin ist. So, da haben wir noch irgendeinen Franzosen. Wahrscheinlich ist er ganz unten. Oder habe ich den gar nicht hier im Blickfeld? Ansonsten machen wir das anders. Ich habe ihn bestimmt wieder übersehen. Aber machen wir das so. Es ist ja nicht so schwer zu finden. FC Toulouse. Wo sind denn die Freunde? Ja, das sind, glaube ich, Toulouse FC. Dann sind sie, glaube ich, ganz hier unten. Toulouse FC, genau. Serge Aurier. Sind immer nicht schwer zu finden. Muss man nur gucken, wo die Stärke am höchsten ist. So. Carvajal gegen Serge Aurier. Also er hat natürlich den Vorteil, dass er viel vielseitiger ist. Er hätte auch ein bisschen was an Plus natürlich noch hier unten, was das angeht. Ist ein Jahr jünger noch. So, ist hier irgendwas sehr Wichtiges? Konstanz ist Aurier natürlich auch viel, viel besser. Aggressivität, da ist der Spanier natürlich im Vorteil. Ja, Zweikampfgrätsche, da ist er auch. Also von der Schnelligkeit, ja, ist relativ ähnlich. Also er hat bei Antritt Vorteile. Also es spricht eigentlich alles für Aurier. Er würde schon Deutsch können, der Carvajal. Ja, die würden wahrscheinlich alle ähnlich viel kosten. Ja gut, das sind jetzt die beiden Spieler, die ich mir vorstellen könnte, die es werden könnten, wenn. Also einfach mal so gesehen, aber wir müssen ja nicht. So, es wurde akzeptiert, Kurzuma auf Transferliste, aber den kriegen wir ja noch nicht. Da sind wir noch nicht Prestige. Ja. Da haben wir noch nicht genug Prestige, so wollte ich sagen. Ich habe gerade das Wort gesucht. Ja, ich bin jetzt wieder so ein bisschen verwirrt. Was haben wir hier? Was ist das denn da? So, bestimmt für Eto. Ich war gerade voll. Ach Gott, ey. Es wird spät. Man ist alt und es wird spät. So, 15,5 Millionen geboten für Timothy Chandler. Unseren Rechtsverteidiger, unseren verlässlichen Rechtsverteidiger. So, Danilo Dittrich verlängert. Ja, das letzte Testspiel in Schweden. Ist die Frage, kommen denn noch alle mit uns zurück? Ginter, ja, Schalke. Das ist natürlich jetzt klar, dass die jetzt alle aus ihren Löchern kommen. Verhandeln wir, aber das können die natürlich komplett vergessen, dass wir den hergeben. So, er akzeptiert, sehr schön. Ist er also auch im Kader nächstes Jahr. So, hier oben, wo ich die Punkte sehe, ich möchte das jetzt gerade mal noch kaufen hier. Ich habe noch ein Ding offen hier, das Managerhaus. Das machen wir jetzt einfach mal. So, und jetzt ist, glaube ich, hier Essig. Ne? Jetzt kannst du nichts mehr kaufen, hast trotzdem Punkte ohne Ende. So. Ja, letztes Spiel. Gehen wir, glaube ich, mal an. Martausch, der soll sich langsam echt mal zusammenreißen hier. Also das kann ja nicht so schwer sein, ne? Also, was hat er? Der hat bei uns doch alles. So, Wiesmeier müsste wieder rein. Genau, von der Frische her sieht es alles klasse aus jetzt. Kotschowski mit einer Form von 16. Überleg dir das mal, jetzt auch mittlerweile eine 70. Ja. Polter kommt mal für Eto. Der darf auch von Beginn an. So, gehen wir das Spiel an. Und danach haben wir noch einiges zu tun. Ob wir jetzt wirklich die beiden Jungs gehen lassen... Ja, bei Chandler weiß ich nicht, ne? Also, aber Ginter würde ich ungern gehen lassen. Bei Chandler haben wir ja damals schon diese Klausel reingemacht, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass der irgendwann weg ist. So, für Fortberechnung.
Ein Sieg ist Pflicht. Klar. Logische Sache. Gegen einen Verein mit der Stärke muss das eigentlich laufen. Aber sie tun sich schwer. Sie tun sich sehr schwer. Erste Halbzeit, da passiert wenig. Wenig bis gar nichts. Spiel konzentriert und geduldig weiter. So, hier können wir mal loben. Genauso wie bei Chandler. Der lässt sich da wirklich überhaupt nicht hängen. Nie wirst du das bei dem erleben. So, Massage ist hier angebracht bei Papadopoulos. Und auch vorne bei Polter. So. Markus Vollner, was haben wir denn im Mittelfeld? Nee, Rechtsverteidiger. Na, lassen wir mal so laufen. Wir machen das gleich in der 68. wieder. Jetzt haben wir gerade ein Gegentor uns kassiert. Nachdem wir die Führung geschossen hatten. Ja, Helsingborg kann da ausgleichen. Rechtsverteidiger, ja, dann geht mal Chandler raus. Kurczowski. Nee, das lassen wir, glaube ich, deinen Co-Trainer nochmal, wenn dann, machen. Polter muss mal raus. Und den Rest, den lasse ich so wechseln, glaube ich. Esswein. Ja, das lassen wir so. Also vielleicht doch noch ein Törchen, vielleicht das Ganze hier noch versöhnlich abschließen. Nee, bleibt beim 1:1, also schlechtes Spiel. Gegen Ende noch dieses Trainingslagers. Bester Spieler war der Umschwärmte, der Timothy Chandler. Ja, was passiert da? Das werden wir gleich beantworten. So, 56 Spieler vor unsicherer Zukunft in Deutschland. Wollen wir mal gucken hier. Alter. Ob da irgendwas Starkes dabei ist. Ja, da ist der erste Schmude von Bremen. Rechtsverteidiger 70er Stärke. Jordan Ayew von den Bayern. 24. Ich mach mal nach Stärke sortieren. Da haben wir ihn. Aber ich glaube, wenn wir irgendwas nicht brauchen, dann ist es, glaube ich, ein Stürmer. Obwohl, der ist schon klasse, ne? Der hat natürlich eine schlechte Konstanz. Deswegen ist er wahrscheinlich auch bei den Bayern nicht gesetzt. Bei Schalke war der ja damals ausgeliehen, da war der klasse. Aber für die Bayern reicht es anscheinend noch nicht. Ja. Könnt ihr mal probieren. Du bist nicht überzeugt davon. Ja, ist natürlich klar, wenn du bei Bayern spielst, dann bist du eigentlich on top. Dann wird es schwer dann für Vereine, die anklopfen. Ansonsten überzeugt mich das jetzt nicht so. Wir können hier mal gucken nach England vielleicht. Petr Cech. Aguero, was ist das denn? Eieieiei, aber wir werden niemals, niemals dieses Gehalt hier stemmen können. 12 Millionen bekommt der. Meine Güte, was hier für Leute auslaufen. Das glaubst du ja im Ernst nicht. Aber da kannst du nicht. Auch der Tevez hier. Aguero, ich probiere einfach mal aus Spaß. Ja, natürlich weist er das zurück, ist ganz klar. Das ist natürlich ein absoluter Weltklasse-Club, Manchester City. Prestige von 20, mit Sicherheit. Auch international. Ist klar, dass der nicht zu uns kommt. Wir haben, glaube ich, eine 14. So, Frankreich mal schauen. Lavezzi, Hatem Ben Arfa, Lisandro Lopez, der ist mittlerweile auch schon alt, genau, ja. Die Holländer mal gucken. Ne, da ist wenig. Da ist wenig los hier. Die sind alle schon relativ alt, die da, ja, von der Stärke her die besten waren. Pablo Piatti. Ne, ist, ja. Reißt mich jetzt nicht so ehrlich vom Hocker, ne? Zweite Liga mal gucken. Nach Stärke. Nee. Also nichts wirklich dabei, wo ich jetzt sagen würde, das müssen wir unbedingt so angucken. So, Matthias Ginter möchte gerne bleiben. Deswegen werden wir das natürlich auch so machen. So, 15 Millionen, 10 Millionen Weiterverkauf, Forderung stellen. So, da haben wir ein bisschen was zumindest bei Fitness gewonnen. Litt unter schlechten Wetterverhältnissen, habe ich auch nicht anders erwartet, ne? In Schweden zu der Jahreszeit. So, Eray Yilis. Ein türkischer Nachwuchsspieler, ne, 2,5 Talentsterne, ne, das machen wir nicht. Da ist das Niveau nicht hoch genug. Ablösewanderung gescheitert, macht aber nichts. So, Form verbessert, standesgemäße. Aha, Form verbessert, gut. Ja, Eto, freut sich. Bachbarov, Trainingsziel. Ja, da müssen wir mal gucken, der hat einige, hier zwei Stück. Hat er geschafft. Das ziehen wir nach oben, das auf Platz 2, Position 3, so. Unter Wangelig, ja, einer unserer vielversprechendsten Youngster. Sehen das hier, 15 ist der. So, was haben wir hier? Rechter Mittelfeldspieler, Torriecher Polter, ja klar. So, hier wechseln wir mal wieder den Torwart aus. Rakowski kommt wieder rein. Martausch, ganz klar, ich nehme auch mal... Ne, im Moment hat Polter die Nase vorn. Ja... Machen wir noch ein Spiel oder machen wir nichts mehr? Ich glaube, was ist das denn, Welbrück?
ist das denn? Hab ich... Nee. Also jetzt bin ich gerade echt mal ein bisschen blatt, weil ich weiß nicht, wer das da angeleiert hat. Eieiei. Delbrück. So, die können wir gegen Sportfreunde Lotte spielen, glaube ich. Ist, glaube ich, ein ganz guter Gegner vom Niveau her, um sich da einzuspielen. So, Infrastruktur. Ja, das ist morgen fertig. Alles klar, dann können wir die Sachen dann aufnehmen, die dann noch in der Pipeline hängen. Samet Yesil kommt zurück nach Deutschland. Ja gut, das ist auf jeden Fall auch aufbaufähig. Die holen den anscheinend als Ersatz für Julian Schieber. Haben sie auf jeden Fall gut gemacht. So, Chandler hat die Nase voll. Das glaube ich zwar nicht so richtig, aber ja Gott. 18 Millionen und hier 10% Weiterverkauf. Forderung stellen. Wenn es scheitert, ist es mir wurscht. Ansonsten, ja Gott, für 18 Millionen musst du den Spieler ziehen lassen. Drei Talentsterne, der ist, hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. So, er ist hier. Luke Shaw ist da. Was hat er denn für eine Stärke insgesamt? Ja, ist ein bisschen natürlich momentan, ja, von der Form her schlecht. Und das können wir auf jeden Fall aufbauen. So. Der bekommt natürlich auch sofort hier ein paar Trainingsziele. Zweikampf muss er natürlich machen. Grätsche muss er machen als Außenspieler. Ansonsten ist der schon richtig klasse. Seht es ja hier. Also da müssen wir eigentlich gar nicht viel machen. Also die beiden Trainingsziele, da kann er sich wirklich verbessern. Auf jeden Fall klasse. Was will er denn? Rubrik Nummer 19 ist in Ordnung. Da machen wir eine Website-Vorstellung, also das passt schon. Samuel Stiesen im Fokus von Hajduk Split. Ja, müssen wir natürlich verhandeln. Popband, was haben wir hier? 10% weniger Besucher, ja meinetwegen. So, Essen war ein voller Erfolg, das ist schon mal super. Da haben wir noch nicht ganz ausgeschöpft, macht aber nichts. Luke de Jong verlängert. Standesgemäße Vorstellung für Luke Shaw, alles klar. So. Also wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen, dass der Chandler geht, dann muss ich jetzt mal schauen, dass ich hier schnellstmöglich ja, beim Origi nochmal probiere. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ja, scheinbar geht's nochmal, aber ja, ist nur die Frage, wie lange. Will auf jeden Fall halten. Es ist auf jeden Fall schon ein bisschen gesunken. Es ist auf jeden Fall schon ein bisschen gesunken. Wir versuchen es mal mit 14. Wir probieren es mal. Das ist ein bisschen was über Marktwert. Das würde auf jeden Fall bedeuten, wir haben noch ein bisschen Spielraum. 16,5 bietet Arsenal. Ja, da haben wir noch ein bisschen Platz. Also das ist interessant. So, zweite Mannschaft. Das Spiel gucken wir uns natürlich mal kurz an. Die gewinnen. 2:1. Zuschlag für Nürnberg. Luke Shaw, klar. So, oh, das hat lang gedauert. Ich dachte schon, es bleibt hängen. Da haben wir es auch. Chandler zum FC Arsenal. Auch der AS Rom ist interessiert. Marco Reus im Fokus von Juventus Turin. Junuzovic bleibt bei Bremen. Da sehen wir es. Willi Kaflak von Besiktas zu Man United. 19 Millionen. Oh, hier ist dann Standard Lüttich. Die rüsten auf. Mohamed Lesage vom FC Brügge. 20 Jahre alt, wird ihm mit der 80 angegeben. Meine Güte. Kurt Zuma geht zu Barcelona. Ja, das war ja klar. Also irgendwann er mit seinen ja, Fähigkeiten und seinem Talent, dass er irgendwann mal beim Topverein landen würde. De Marcos von Bilbao zu Newcastle. Ja, Manchester United hier unten nochmal mit einem tollen Spieler. Ricardo Jelmorini vom AC Mailand. 12 Millionen. Also da geht es ordentlich zur Sache. Er möchte gerne bleiben. Den können wir auch nicht hergeben. 800.000 Forderung stellen. So, das Autosave nehmen wir natürlich gerade mit. Dann kommt Delbrück. Da lassen wir natürlich dann eher so die jungen Spieler spielen. Ist ganz klar. So, Ablöseverhandlungen gescheitert für Samuel Stiesen. Das ist in Ordnung. So, ja, obwohl, also ich müsste eigentlich zusehen, dass wir hier noch ein paar Leute aufbauen, ne? Also, ja gut, der Papadopoulos kam mal raus mit seiner 82 bei der Frische. Wiesmaier raus. Und auch Adamaha kann mal Pause machen. Dass die nicht so lange spielen. So, Matosch hat sich wieder ein bisschen gefangen. Hat anscheinend verdaut, dass er nicht gehen darf. André Zetzel, 1,3 Millionen, ein Verein aus China. Ja. Da kommen sie wieder alle an. Ich glaube, verhandeln müssen wir. Delbrück. Ja Gott, die Mannschaft darf so spielen, denke ich. Das passt schon. Machen wir das schnell. Müssen wir ein bisschen Tempo machen hier. Die Folge ist wieder sehr lang. Ich wollte das gerne noch machen. Fertig bekommen bis zum ersten Ligaspiel. So, Sofortberechnung. Ja, kämpft um jeden Ball. Also, das ist jetzt ein Spiel, da kannst du dich einschießen. Wer es auch immer angeleiert hat, finde ich gut, weil das ist wirklich ein Aufbaugegner. 2-0, Tim Matosch, 2 Tore.
Das passt schon. Den tun wir jetzt auch raus zur Halbzeit. Aber erstmal loben wir den noch. So haben wir es uns vorgestellt. Spielergespräche. Rakowski loben wir. Wir loben auch mal Korczowski. Rakowski und Korczowski, ja. Chandler können wir loben. Das wäre so schade, wenn der gehen würde. Der hat auch immer so gute Noten, meine Güte. So, was können wir noch machen? Haben wir irgendjemanden, der hier noch... Geotake, nee, dann loben wir lieber, motivieren wir noch Sabitzer. Das ist, glaube ich, besser. So, Massage. Ginter-Massage und auch Geotake-Massage, genau. So, Matosch geht raus, da kommt Polter rein. Ja, Chandler... Ja, Adai könnte. Adai? So, und den Rest, den lassen wir. Den machen wir gleich. So, 3-0 Polter, 4-0 Polter. Das macht er super. Markus Vollner mit einer gelben. Sei ihm verziehen. Jetzt kommen die ersten Wechsel. Ja, jetzt müsste ich Polter nochmal so auch wieder auswechseln mit einer 1. Ne? Eine 5 von Hoffmann. Was macht der? Was macht der denn? So, Papadopoulos kann noch reinkommen für Korczowski. Meine Güte, was macht der denn? Adama noch für Markus Vollner. Wiesmeier für Esswein. Genau. Yunus Mali für Kiyotake kann man, glaube ich, auch machen. Dann haben wir es alles, ne? Dann haben wir es alle. Genau, sehr schön. Bleibt zum 4-0, passiert noch was. Machen wir noch einen. Scheint nicht so. Nee, also das gegen Ende passiert wenig bei unseren letzten Spielen. 4-0 am Ende, aber ganz klar. Sebastian Polter, bester Spieler. Mit 2 Toren noch. Gleich nach Einwechslung. So, Chandler, was haben sie denn? Ja, 16,5 bieten sie. 17,5 und diese 10%. So, er will... Nee, den will ich aber nicht hergeben. Das könnt ihr vergessen. Ich will hier 20% haben, Jungs. Ich hoffe nicht, dass es an... Sie haben es angenommen. Nein! Zetzel wechselt. Nein! Verdammt. Ich habe doch nie gedacht, dass sie das annehmen würden. So, die haben ja abgelehnt. 15. 15, dann machen wir noch einen Ligaspielbonus hier rein. Ja, jetzt ist Zetzel natürlich weg. Das ist schade. Aber naja. So ist der Lauf der Welt. Wenn die den verkaufen, wenn der richtig abgeht. So, 17. Nee, ich will das so haben. Also wenn, dann müsst ihr euch das schon so geben, Jungs. So, Wolfsburg. Das ärgert mich jetzt so, dass es so eine Hängepartie jetzt hier wieder wird. So, Dietrich. Was haben wir denn hier? Sandhausen. Müssen wir verhandeln. So, Zetzel angenommen. Er wechselt. Ja, Gott. Ja, nehmen wir den natürlich ins Blickfeld, dass der uns nicht verloren geht. Also, mal schauen. Also, ich meine, wenn der sich super entwickelt, können wir den natürlich zurückholen. Ganz klar. Der ist ja nicht aus der Welt jetzt. So, Scouting abgeschlossen. Sintflutartige Regenfälle für die zweite Mannschaft. Angenommen. Wir brauchen jetzt unbedingt Aurier. Unbedingt. Ansonsten haben wir ein Problem. Also gut, Arno Adai haben wir noch für die Position, aber es ist natürlich immer noch kein Weltklasse-Spieler. Dem fehlt natürlich Erfahrung. Das ist natürlich vor allem in der Champions League Gold wert. Sören Völkel. Trainingsziel. Ja, das ist natürlich jetzt wieder eine Mammutfolge geworden, aber ja, manchen gefällt es ja von euch, habe ich ja gehört. Aber ist ja klar, bei so einer Vorbereitung, das dauert ja einfach. Gut. Wolfsburg. Ist ja auch gleich rum. Also es wird natürlich jetzt noch nichts passieren vor diesem Spiel gegen Wolfsburg. Das hängt sich jetzt noch so ein bisschen alles. So. Ach du Schande. Was ist denn hier mit Maha passiert? Und ja gut, Mali ist nicht so schlimm, der spielt ja nicht, aber... Was habe ich jetzt gewechselt? Ich bin komplett verwirrt. Ich wollte es so machen. Papadopoulos ist zum Gott sei Dank gut in Form. Hoffmann dagegen sehr schlecht, aber trotzdem noch eine 81. So, Polter mit einer 77, aber Matosch, der muss natürlich rein. Also der muss natürlich spielen. Luke Shaw. Den können wir nie mal rausnehmen. Mali. Mali geht mal raus, dafür nehmen wir Luke Shaw natürlich dann mit. Auf die Bank, als Linksverteidiger. Ja, Mannschaft passt. Das ist im Großen und Ganzen natürlich jetzt Maha oder Vollner, aber Vollner ist natürlich viel besser in Form. Ich denke mal, lassen wir das so stehen. Schauen wir noch kurz in die Taktik rein. Klar, da müssen wir natürlich jetzt hier wieder erhöhen. So, 84, nee, 81% nehme ich mal. So, das ist logisch. Also hier war ja sowieso alles wie immer. So, Vergleich. Ja, die spielen wir mit einer Doppelspitze, was ich ja nie so richtig gut finde. Also Manndeckung kommen die, glaube ich, beide nicht so gut. Nee, der Ginter ist der Beste bei der Manndeckung.
Aber ich würde ihm das ungern jetzt dahin schustern, weil der muss ja gucken, wenn Chandler vor ist, dass er nach hinten geht. Da kann er sich nicht auch noch um den Hamels kümmern. Ich glaube, das ist schwierig. Ja, lassen wir das mal so. Also ich denke, wir könnten auch mal versuchen, dass wir hier den Diego einfach zumachen. Und der Rest, ja, der ergibt sich dann. Finde ich im anderen nach der Situation, vor allem, dass Maher nicht spielt, finde ich das eigentlich am besten. Lucky Chelmes, ja, okay, das passt. Alles klar, gut. Dann sagen wir mal, bis gleich im Textmodus, Rückrundenauftakt gegen die Wolfsburger. Sehen uns gleich.